Hallo, liebe Campingfreunde, herzlich willkommen hier bei Lebenszeit TV. Drehtag Nummer 2. Viel auf der Liste und ich würde sagen, wir fangen an. Heute bei Wohnwagenbäcker in Fuldatal-Ihringshausen. Die Adresse habt ihr einmal im Standort markiert und ich schreibe es auch nochmal unten in die Beschreibung. Und heute, ihr seht, wir sind hier bei dem Wohnwagen und zwar in der Abteilung Bürstner. Und um welchen es sich konkret handelt, das würde ich sagen, zeige ich euch nach dem Trailer. Bleibt dran, ihr könnt gespannt sein. Ihr Lieben, da ist er, der Bürstner Premium Plus 520 TL Limited. Ein Familiengrundriss. Mein Abonnent Peter hat mich angesprochen, er sucht für sich und seine kleine Familie einen Wohnwagen, der auch familientauglich ist, aber auch einen gewissen Komfort bietet, Platz bietet, nicht zu groß ist, nicht zu teuer ist, wo er aber mit Frau und all seinen Kindern auch Platz findet. Und ich denke mal, lieber Peter, das könnte das Richtige für dich sein. Modelljahr 22, gibt sogar einen Sonderpreis, ist also noch ein bisschen günstiger. Und natürlich auch für alle anderen, die mit ihrer Familie vielleicht einen schönen Wohnwagen suchen, der nicht zu teuer ist, nicht zu groß ist, nicht zu klobig ist. Das dürfte euch interessieren. Und wenn ihr irgendwas sucht, was ganz Spezielles, dann schreibt mir in die Kommentare oder eine E-Mail. Ganz einfach, lebenszeittv@outlook.com und dann schreibt ihr mal, was ihr so sucht, was ihr für Ansprüche habt und dann gehe ich mal für euch auf die Suche. Aber wollen wir mal weitermachen? Ich würde sagen, ich verschwinde hinter die Kamera, da müsst ihr dieses kleine, kompakte Michelin-Männchen. Wir haben aktuell minus 1 Grad, die Sonne scheint, aber es ist doch ganz schön lauschig. Ich verschwinde hinter die Kamera und dann gucken wir uns das gute Stück gemeinsam an. Bleibt dran! So, und dann geht's mal los. Sind wir hier auf der Vorgeseite, wie man das hier kennt. Schön vorgehängte Fenster, schön groß. Da oben habt ihr die Begrenzungsleuchte. Ich versuche auch langsam zu machen, dass alle hinterherkommen. Hier unten die Seitenbegrenzungsleuchte. Eine schöne verhältnismäßig breite Tür mit Fenster. Die gucken wir uns dann nochmal genauer an. Hier im Bereich der Küche haben wir ein Schiebefenster. Darüber die Vorzelt-Außenleuchte. Hier natürlich schöne Alufelgen kriegt ihr hier noch mit dabei. Dann haben wir eine große Stauklappe, die ist zu. Die haben wir jetzt auf der Schnelle vergessen aufzumachen, aber das machen wir dann übers Bett. Euer Gasaußenanschluss. Ach, die Sonne steht heute sehr ungünstig. Dann haben wir hier euer 230 Volt Außensteckdose, 12 Volt und Ein- und Ausspeisung vom Fernsehsignal. Hier habt ihr dann das schöne große Bugfenster, eure Rangiergriffe. So, guck mal in die Klappe rein. 2x11 Kilo hier mit Monocontrol. Da könnt ihr natürlich noch Duocontrol, Crash-Sensor, Gasfilter etc. euch alles einbauen lassen. Das macht euch Wohnwagenbäcker hier sehr gerne. Da habt ihr eure Kurbel für die Stützen. Schön mit Riffelblech ausgekleidet. Eure Unterlegkeile. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, machen wir wieder zu. Klappe zu, Affe tot. Dann habt ihr hier natürlich noch eure Begrenzungsleuchten auf beiden Seiten. Gucken wir mal hier drunter. Na, geht das? Da haben wir's. Eure Alkokupplung ohne Stützlastanzeige, Handbremse. So, habt ihr auch gesehen. Habt ihr das jetzt gesehen? Ich habe jetzt gar nicht aufs Handy geguckt. Ich habe noch nicht genug Kaffee, ihr Lieben. Also, filmen wir sie noch mal so. So. Ich werde es nachher wieder bereuen beim Schneiden. Aber setz live. Herrlich und perfekt. Ja, auch hier noch mal 3 vorgehängte Fenster. Sitzgruppe. Elternschlafzimmer. Und vom Bad auch hier eine schöne große Luke. Hier sieht man schon
CE-Außenstecker, dann einen Auslöser von eurem Tedford Absorberkühlschrank. So, hier habt ihr schön in Milchglasoptik euer Toilettenfenster. Hier hinten die Sitzgruppe, euer Frischwassereinfüllstutzen und da habt ihr euren Toilettenschacht. Das wollen ja immer wieder die Leute sehen. Dann haben wir hier oben noch mal eine Kederleiste, eure Rückleuchte, schön großes Heckfenster. Ja, die Rückleuchten, alles herkömmlich, noch kein LED, aber nichtsdestotrotz sieht das schick aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in das gute Stück. Und da probieren wir dann heute mal den neuen elektrischen Gimbal aus. Ob da eventuell das alles ein bisschen ruhiger läuft. Dann würde ich sagen, auf geht's. So, ihr Lieben, dann starten wir mal und gucken mal, was das neue Spielzeug so bringt. Mit der Eingangstür. Die kennen wir so. Hier habt ihr ein bisschen was zum Reinlegen. Hier auch. Hier habt ihr dann euer Verdunklungsrollo. Wieder runter. Das kennen wir hier, ne? Aufmachen, normal, ne? Aufmachen, normal und ne? Tür ist nicht richtig zu. So, und so wird verriegelt. Ne? Dann haben wir hier den Mülleimer. So, nochmal reingucken, sehr schön. Und dann haben wir natürlich auch hier, machen wir mal kurz auf, weil ich das ja gerne vergesse, euer Fliegenplissé. So. Wie gesagt, ihr Lieben, ich muss mich hier noch ein bisschen mit auseinandersetzen mit dem guten Stück, aber wenn nicht direkt beim Drehen, wann dann? Hier haben wir einen schönen Haken. Da könnt ihr eine Jacke einen anhängen. Hier oben habt ihr euren, ne, ihr wisst schon, so, jups, da habt ihr ein schönes kleines Heki, natürlich auch mit Fliegengitter und Verdunklungsrollo. Und dann haben wir hier, falsch rum, andersrum, eure Garderobe, so, da seht ihr, hallo und beste Grüße an den Guido, an den Flötenfink, er weiß schon warum. Hier haben wir auch eins, zwei, und drei Haken, schön der Spiegel, das hier auch schön mit dem Stoff bezogen. Das macht das doch gleich viel angenehmer. Und dann nehme ich mal meinen Rucksack hier aus der Sitzgruppe und dann gehen wir doch gleich mal in selbiger. Da sehen wir schon, schön mit Stoff bezogen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht hier. Das ist schön. Das fühlt sich auch gut an. Da habt ihr jede Menge Platz. Schöne große Rundsitzgruppe. So. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen, ihr Lieben, so mit Joystick und so. Dann habt ihr hier euren Tisch, den könnt ihr ja absenken. Und dann gibt es Zusatzpolster, also, beziehungsweise ihr könnt das schön reinziehen. Ne? Also Zusatzpolster habe ich in der Vorbetrachtung schon gesehen. Auf jeden Fall könnt ihr hier ein Bett rausbauen. Da hättet ihr vielleicht schon die ersten zwei Kinder untergebracht, würde ich sagen. Dann gucken wir mal hier. Hier haben wir ja noch schön ein Fach unter der Sitzbank. Das schreit nach Schuhschrank. Richtig, richtig groß. So, mal gucken hier. Machen wir mal hoch. Upsa. So, dann
Sekunde, falsche Richtung. So, jetzt gucken wir uns das von oben mal an. Da hinten ist euer Tritt. Den gibt es hier auch schon dabei. Ja, hier habt ihr richtig Platz. Das ist gut. Dann gucken wir doch gleich mal auf der anderen Seite. Da habt ihr euren Joystick benutzt. Habt ihr euren großen Wassertank. Der ist richtig schön groß. Das finde ich gut. So, und dann gucken wir mal. Tisch mal beiseite, was wir hier noch haben. Upsa. Da seht ihr, habt ihr auch noch mal richtig schön. Ne? Da liegt der Tritt, was ich gesagt habe. Das ist richtig schön. So, falsche Richtung. So, ihr Lieben, die Fenster, das kennt ihr eigentlich alles. Das muss ich, glaube ich, nicht jedes Mal neu. Ne? Hier eins, zwei, da drüben noch zwei Stück. Und dann habt ihr hier diese... Hier so eine Belüftungsstellung. Aber während der Fahrt bitte in Fahrstellung richtig verriegeln und nicht in die Belüftungsstellung. So, ich glaube, ich werde dasselbe Video noch mal mit dem alten, nicht elektrischen Gimbal probieren und dann mal gucken. Wieso sieht der eigentlich hier als ihr seht als so, jetzt seht ihr nicht mehr ganz so viel von dem Gimbal. So, dann gucken wir hier mal rein. Da ist richtig viel Platz, das finde ich gut. Auch hier ganz klar mit, falsche Richtung, maximal 5 Kilo. Hier seht ihr auch richtig schön. Richtig schön die Rüttelkante. Hier oben habt ihr noch mal eine Ablage. Auch hier richtig schön mit der auch nach oben hin noch Platz. Da habt ihr dasselbe. So, hier habt ihr eure Fernsehhalterung. Auch in der Höhe verschiebbar. Da hinten seht ihr schon die dementsprechenden Dosen. 230 Volt, 230 Volt. Upsa, hier zweimal. 12 Volt und fürs Fernsehsignal. So, hier hatten wir ja gesagt, falsche Richtung, zwei Schlafplätze mindestens. Alte Männer und Technik. Hier oben kommen die nächsten zwei Schlafplätze. Und das. So. Zack, ziehen wir mal runter. So. Und dann haben wir hier oben das Hubbett. Habt da oben auch noch mal ein schönes Heki. Auch da natürlich Verdunklungsrollo und Fliegengitter. Ups, sei hier die Leiter. Und das Schöne ist, es ist nicht elektrisch. Einfach nur, da kann der Papa dann mal ziehen. Und dann geht das falsche Richtung. Hier haben wir noch mal schöne kleine Lampe. Und für den Rausfallschutz, der dürfte üblicherweise... Jawohl, da ist er. Den holt er dann raus. Schönen Lattenrost, seht ihr. Und dann habt ihr schon mal vier Kinder verstaut. Ich mache das mal wieder hoch. Muss ich mal gucken. Ah, mit einer Hand ist das alles gar nicht so einfach, ihr Lieben. So, ihr Salah. Zack. So, und ihr habt da natürlich schön die vier Spots. Da seht ihr die schön rum. Das ist gut. So, ja, genau. Kann ich meinen Rucksack wieder nehmen, wieder hinstellen. Und dann gehen wir mal zur Küche. Ihr habt da einmal noch schön alt. So, Schalter. Da unten habt ihr Heizungsausströmer. Hier euer Schiebefenster, was ich erzählt habe. Ihr habt da nochmal so schöne Ablage. Hier auch mit Rüttelkante. Das
geht in Ordnung. 230 Volt. Und Jesus sprach, es werde Licht und es ward Licht. Amen. Hier euer Schrank, der richtig schön, oh, richtig schön groß. Auch hier natürlich mit Rüttelkante. Hier nochmal, falsche Richtung. Hier schön mit Rüttelkante. Auch hier natürlich, gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Könnt ihr euch das so angucken. Das ist echt schick. Super. Und hier oben, schaut mal da, auch mit Rüttelkante. Da könnt ihr direkt nochmal was hinpacken. Falsche Richtung. Da oben haben wir die zwei Spots nochmal. Und das große Hickey zum richtig querlüften. Natürlich hier mit Absa. Na komm her. Euer Fliegengitter. Und Verdunklungsrollo. Und hier richtig zum... Na, du geh erstmal rein da. Ach so. Ja, natürlich. Da oben erstmal entriegeln. Richtig auf beiden Seiten. Da. Und dann könnt ihr das natürlich schön aufmachen. Ich lasse jetzt einfach mal zu. Das, falsche Richtung. So. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber irgendwann muss ich ja mal mit dem Gimbal anfangen. Und warum nicht in diesem Video? So. Hier haben wir natürlich unseren 3-Flammenherd mit elektrischer Piezo-Zündung. Gitter könnt ihr rausnehmen. Schön auswischen. Das gefällt mir gut. Den Mischer schieben wir mal beiseite. Und dann machen wir mal das Spülbecken hoch. Das ist ausreichend dimensioniert. Schön groß. Doch, das reicht. Müsst ihr halt nur gucken mit den Glasplatten, dass es euch da nicht auf den Mischer haut. Dann Schublade Nummer 1. Sehr, sehr groß. Schön hier mit Besteckkasten. Eure Absperrhähne. So, verriegeln wir mal. Auch hier schön. Könnt ihr noch so ein bisschen als Trenner. Das gefällt mir ganz gut. So. Und hier nochmal eine etwas kleinere, denn dahinter befindet sich nicht nur ein Heizungsrohr. Falsche Richtung da. Sondern eben auch der Radkasten. So. Aber das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Dann kommen wir mal zum Kleiderschrank. Den haben wir da. Nein, es ist nicht der Kleiderschrank. Es ist das Bad. Herrlich unperfekt. Schauen wir mal andere Richtung. Dahin. Schön ein Hebefenster mit diesem Fliegengitter. Müsst ihr halt nur gucken, da sammelt sich gern Zeugs drin, wenn die Luke offen ist. Und dann habt ihr das im Bad. Das ist hier, das passiert dann. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da ist aber Börsner nicht die einzigen, die das benutzen. Das ist einfach eine Gewohnheitssache. Und wenn man da einmal sich dran gewöhnt hat, dann ist das alles in Ordnung. So, hier auch richtig schöne Rüttelkante. Hier oben auch. Da oben nochmal schön ein Spot. Langsam gewöhne ich mich dran, ihr Lieben. Wenn man mit dem Joystick dann auch arbeitet. So, hier oben auch nochmal schön zwei Spots. Der Spiegel sehr schön groß. Hallihallo. Und auch hier habt ihr natürlich. Ne, sehr schön. Dann habt ihr hier euer Waschbecken. Hier unten richtig schön Platz, noch um Dinge zu verstauen. Euer Lichtschalter. Falsche Richtung. Da seht ihr es. Zack. Und was das Schöne ist, das ist keine Attrappe, sondern in dem könnt ihr duschen. So, mit zack, die Richtung Duschvorhang. Ihr seht es schon. Genau. Dann, ich gehe mal
kurz. Na, geht gerade nicht ganz so. So, ich versuche das mal jetzt so mit dem Gimbal. So, hier müssen wir uns noch dran gewöhnen. Also, ich stehe drin. Ihr seht, ich bin 1,75 Meter. Hier ist es richtig kopffrei. Das Waschbecken lässt sich jetzt nicht wegmachen. Es ist wirklich duschen. Ja, es ist eng, das muss ich wirklich sagen. Aber um die Kinder mal abzuduschen oder sich selbst mal kurz abzuduschen, geht das klar. Das ist kein Wellness-Tempel. Aber wie gesagt, um mal kurz abzuduschen, wenn man irgendwo steht oder gerade die Kinder, ist das absolut okay. Und genau, schwenken wir noch mal durch. Ich hoffe, ihr habt das auch genug gesehen. So, und dann machen wir hier mal zu. Falsche Richtung. So, und jetzt kommen wir zum Kleiderschrank. So, der ist richtig schön groß, wie ihr seht. Da oben eure Hängestangen. Hier sind die Polster, was ich gesagt habe. Das schieben wir mal nach rechts und links. Für die Freunde der Elektronik habt ihr da Sicherungskasten. So. Da seht ihr, da ist schon, da kriegt er richtig was unter hier. Das ist schon, der ist richtig schön groß. Doch, finde ich gut. So, dann haben wir hier unten die Heizung. Ihr habt dann noch eure Batteriestandsanzeige, die ist voll. Das ist die Tankheizung, würde ich stumpf behaupten. Hier ist euer Glücksrad. Hier könnt ihr das Gebläse der Heizung steuern. Ja, so, dann haben wir hier unten noch mal ein Fach. Da gucken wir natürlich auch mal rein. Da könnt ihr auch noch ein bisschen was unterbringen. Nein, falsche Richtung. Ach, nicht drehen. Was machst du denn? Ach ja. Falsche Richtung. So, jetzt haben wir es. Da haben wir hier noch mal 230 Volt. Das ist natürlich schön versteckt. Schön zu wissen, dass man den hat. Und dann kommen wir zum Kühlschrank. Tedford Absorber, das kennt ihr. Über Gas, wo sind wir da? Über Gas, Batterie, Landstrom oder Automatik. Automatik macht am meisten Sinn. Dann sucht er sich nämlich einfach die Versorgungsart raus, die er gerade braucht. Ihr habt ein 15 Liter Eisfach. Das ist schon richtig groß. Da passt schon so eine 1 oder 2 Liter Eisbox rein und der Kühlschrank noch mal mit 122 Litern. Hier unten schön das Gemüsefach. Ihr habt da noch so einen Trenner, den könnt ihr hier so einsetzen. Hier dann noch mal so eine kleine. Das ist gut. Ihr habt da jetzt nicht unbedingt eine Absturzreling, aber hey, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Dafür habt ihr schöne 1, 2 und 3 Fächer noch mal in der Tür. Also 122 Liter, so ist das brav, 122 Liter der Kühlschrank und 15 Liter das Gefrierfach. So, und dann gehen wir mal in den Schlafbereich. So, ey, lieber Gimbel, falsche Richtung, zack. So, Einzelbetten für die Eltern. Das sieht gut aus, die sind schön breit. Ich denke mal, bei Zahlen, Daten, Fakten haben wir dann nachher noch die genauen Maße. Da habt ihr einmal hier so eine schöne Stufe, dass man da auch schön bequem reinkommt. Fangen wir mal aber oben an. Da habt ihr hier die Fächer. Alles schön mit Absturzreling. So, dann hier schön über Eck. Auch richtig gut. Guck mal, das ist richtig tief. Und alles mit Absturzreling. Das gefällt mir richtig gut. Hier auf dem Weg nach drüben machen wir den gleich mal auf. Auch richtig tief. Also da muss ich ehrlich sagen, wenn man da dann für die Kinders und sich selbst die Plünden, wie man früher gesagt hat, die Klamotten nicht unterkriegt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Tatsächlich. Das ist richtig Platz. Auch hier noch richtig schön ringsrum. Tschaka, 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 tschaka. So, dann gucken wir in den auch noch mal rein hier. So, auch der natürlich richtig Platz. Wow, finde ich gut. Platztechnisch Bombe. So, dann machen wir mal hier
falsche Richtung. Da seht ihr nämlich auch die Klappe, die zu war. Aber da habe ich euch gesagt, das machen wir übers Bett. Ich hebe das mal an. Und da habt ihr, guckt euch das an, das ist richtig Stauraum, richtig Platz. Hier auch schön die Kabel, alles hinter diesen Dingskanälen drunter versteckt, dass da nichts extravagantlos rumliegt, nicht zu much. Und dafür habt ihr richtig schön Stauraum. Das finde ich gut. Dann können wir uns auch gleich nochmal den Lattenrost genauer. So, den Lattenrost können wir uns auch noch mal kurz angucken. Da ist nämlich beim Matratze runterfallen, bin ich doch auf den An-Aus-Knopf gekommen. Sonst ist das ja immer nur am Handy, aber hier ist auch einer dran. Auch da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber da habt ihr den Lattenrost gesehen. Und genau, dann machen wir die andere Seite mal noch. So, auch da, ihr seht, da drunter, das hebe ich mal kurz an. Uscha. So, da habt ihr dann eure Batterie und eure Heizung. Auch hier, da die große Klappe. Ihr habt da richtig Platz zum Zuladen. Und wenn Papa und Mama mal kuscheln wollen, wenn die Kinder schlafen. Das geht natürlich auch, wenn die Kinder nicht schlafen. Dann nimmt man die Kinder einfach mit zum Kuscheln. Dann zieht er hier diesen Zusatzlattenrost raus. Macht das Zwischenpolster rein. Und dann habt ihr richtig, richtig Platz. So. Zack. Weg ist er. Und ansonsten habt ihr da einen richtig schönen Nachtschrank. Und dann schaut mal. Auch Eltern wollen mal Privatsphäre haben oder einfach, wenn Besuch kommt, dass da nicht jeder in den Schlafbereich büllert, wie wir früher mal gesagt haben. Guckt euch das mal an, das ist richtig schön. Dann könnt ihr das zumachen. Und dann guckt euch da keiner rein. Dann sehen die Gäste wirklich nur den Küchen- und Sitzbereich. So. Ich bin ja von Haus aus eine alte Kaffeetante. Da leuchtet er schön in grün. Den werde ich mir nach diesem Video auch reinpfeifen, bevor ich dann nämlich zum nächsten Video komme. Zum nächsten Fahrzeug, was ich drehe. So, hier können wir auch nochmal gucken. Ihr habt da euer Hickey-Fenster. Schön zum Querlüften. Auch hier natürlich mit Verdunklungsplissé und Fliegengitter. Und dann gucken wir hier nochmal durch. Schlafbereich, Kleiderschrank, Bad mache ich nochmal kurz auf. Mit der kleinen Dusche, aber immerhin eine Dusche. Das kann man ja nicht von jedem Wohnwagen behaupten. Eure Küche. So, hier oben hattet ihr schön das Hubbett, das habe ich euch gezeigt. Die Sitzecke. Und ich würde sagen, wir kommen zu Zahlen, Daten und Fakten, ihr Lieben. Da sind wir zu Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe mir das Datenblatt hier mal aus der Scheibe gemopst. Und dann gucken wir uns das mal an. Der Bürstner Premio Plus 520 TL Limited. Modelljahr 2022. Eine Länge von 7,52 Meter, eine Breite von 2,32 Meter und eine Höhe von 2,71 Meter. Eine Aufbaulänge von 6,29 Meter und das braucht er, wenn er das Vorzelt kaufen wollt. Ein Umlaufmaß von 10,45 Meter. Eine Gesamtmasse von 1800 Kilo. Das Hubbett hat eine Größe von 2 Meter mal 1,44 Meter. Und die Einzelbetten eine Maße von einmal 1,88 Meter mal 86 cm und 1,98 Meter mal ebenfalls 86 cm. Genau, der Küchenbereich, das Bett ist ein bisschen länger. Schlafplätze, 6 Stück, das haben wir gesehen. Die Längsbetten für die Eltern in der Sitzgruppe 2, im Hubbett 2. Da kriegt man locker die 6-köpfige Familie unter. Das Polster hier ist Umbra und Basco und das Holzdekor Timber Grey. Die Sonderausstattung haben wir hier einmal das Ersatzrad Alu mit Halterung unter dem Fahrgestell. Nur in Verbindung mit Auflastung 1900 noch was bis 2000.
Fenster im Toilettenraum, Vorbereitung für Klimaanlage. Dann habt ihr das Duschpaket Premio Premio Plus mit Duschvorhang mit Schiene, Duscharmatur mit Brauseschlauch. Das Autarkie-Paket mit einer 95 Ampere-Stunden AGM-Batterie mit Ladegerät inklusive Batteriebox, Kontrollpanel und Spannungsanzeige. Und dann habt ihr das Premio Limited-Paket. Das beinhaltet Aufbautour einteilig. Aufbautür, oh, was ist denn heute los? Ich habe echt noch nicht genug Kaffee, ihr Lieben. Aufbautür einteilig mit Fenster und Abfallsammler. Eine Auflastung 1800 Kilo inklusive Alurädern. Ausstellfenster im Bug, Dachfenster 96x65, die Deichselabdeckung, elektrischer Warmwasseraufbereiter mit 5 Liter Wasserinhalt mit 300 Watt. Dann die Fliegenschütztür für den Eingang, für die Eingangstür, Gas- und Kombisteckdose, 230 Volt, 12 Volt TV. Das ganze Glattblech, indirekte Beleuchtung der Oberschränke, den Rollrost, das dürfte das gute Stück zwischen den Einzelbetten sein. Schiebefenster in der Küche, stabil vorm Stützen inklusive Stützplatten. Eieiei, deutsche Sprache ist heute schwer. Die TV-Halterung inklusive TV-Anschluss und die 12-Volt-Umluftanlage. Dazu kommen noch Zulassungsdokumente und Überführung. Kommen wir zum Grundpreis des Neufahrzeuges. Einen Grundpreis haben wir von 24.890 Euro. Wir haben Sonderausstattung im Wert von 8.295 Euro. Damit kommen wir zu einem Gesamtpreis von 33.185 Euro. Und ich habe gesagt, Modelljahr 2022, es gibt einen Sonderpreis. Und statt 33.185 könnt ihr dieses Fahrzeug haben für 29.500 Euro. Hier bei Wohnwagen Becker in Fullertal-Iringshausen. Greift zu, sofort vorrätig, dann kriegt er den natürlich schön aufbereitet, sauber und dann steht einem schönen Sommerurlaub nichts mehr im Wege. Ich würde sagen, kommen wir zum Fazit. So, ihr Lieben, das war die Roomtour von diesem Schmuckstück. Bis zu 6 Personen, also mit einem Kind, das Hubbett hoch, zack, wenn er wach ist, Bett hoch, habt ihr die Sitzgruppe. Die Eltern können sich separieren. Eine Duschmöglichkeit, ja, kein Wellness-Tempel, aber um die Kids mal, wenn sie kleiner sind, abzuduschen oder sich selber mal kurz ein bisschen zu erfrischen. Bei Entschuldigung, Gesundheit. Danke. Und geht das absolut klar. Ich finde den Mobagen ganz schlecht. Nice, wirklich. Zahlen, Daten, Fakten haben wir alles durch. Den Sonderpreis haben wir. Ich finde ihn nice. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Fahrzeug haltet. Und wenn euch meine Arbeit gefällt und ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Ich würde mich da riesig freuen. Das kostet euch eine Minute eures Lebens, indem ihr nur auf den Abo-Knopf drückt. Wenn ihr dann noch informiert werden wollt, wann das neue Video kommt, drückt die Glocke. Ansonsten über ein Like würde ich mich ebenso freuen. Nutzt die Kommentarfunktion, schreibt mir, was ich besser machen kann oder was ihr gut findet, was ihr gerne mal sehen wollt, habe ich am Anfang schon gesagt. Ansonsten lebenszeittv@outlook.com, schreibt mir eine Mail und besucht mich auch auf meinen anderen Kanälen. Die Aliase sind eingeblendet im Video auf Facebook, Instagram und TikTok. Auch da würde ich mich über Abos, Follower, Likes, tralala, wie auch immer man es auf den jeweiligen Plattformen nennt, freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal ist. Herzlich willkommen bei Lebenszeit TV. Ich bin euer Andi, ich bin raus und ciao.